Jo, wir sind wieder bei Donkey Kong Returns. Beim letzten Mal haben wir die Strandwelt abgeschlossen mit den kneifenden Korsaren und sind nun hier ja, in der Ruinenwelt gut unterwegs. Haben zwar zweimal gebraucht hier für die Massenschießerei, aber das macht ja nichts. Bis jetzt haben wir hier noch alles. So, heute ist das letzte Mal, dass Donkey Kong als Wochenendprojekt kommt, denn ab morgen, dadurch, dass One Piece ja jetzt zu Ende ist, kommt es jetzt auch normal unter der Woche. Zwar dann nur mit 20 Minuten Länge, aber ja, dafür fünfmal die Woche statt nur zweimal. Es wird dann halt auch den Platz von, den ehemaligen Platz von One Piece einnehmen, sprich ab 20, nicht ab 20 Uhr. Okay, hier war sonst nichts. Ab 17 Uhr gibt es dann schon Donkey Kong. So, ich nehme mich mal mit. Einfach um es dir entgegenzuschmeißen, wobei ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Okay. Wenn sie so weiter am Anfang ist. Ja, wie gesagt. Moment. Nee. Donkey Kong kommt jetzt immer montags bis freitags. 17 Uhr. So. Genau, jetzt geht zur Seite und. Wollte ich irgendwie ausbrüsten, aber macht nichts. Durch die werde ich eh geheilt. Vielleicht freut ihr euch ja durch, dass Donkey Kong jetzt in der Woche kommt. So, und perfekt. Das war ja schon fast ein bisschen zu knapp, wie ich da runtergesprungen bin. Moment. Das wollen wir nur kurz mal haben. Die anderen können wir lassen. Und das hier. Ja. Da war wieder ein Zebra. So. Da haben wir nichts. So, spuck mal deine Flamme. Ich glaube, du spuckst zweimal schnell hintereinander. Genau. So, und jetzt. Da unten. Puzzleteil? Jo. 9 Stück haben wir in dieser Welt. Was? Gut. Das heißt, sie dürften also nicht allzu gut versteckt sein. Manchmal frage ich mich echt, warum macht man so viele Puzzleteile da rein und, naja, versteckt sie da nicht so richtig. Wow, das war schon fast knapp. Ich finde es an sich besser, wenn man einfach weniger Puzzleteile macht, aber dafür gut versteckte Puzzleteile und nicht jetzt einfach, keine Ahnung, sowas. Na, wobei, ich sag mal so, es tötet ja nicht gezwungenermaßen jeder alle Gegner. Von daher kann ich es verstehen, dass man da vielleicht mal doch da einen so auslässt. So, ich schau mal eben. Da unten gehen wir gleich. Na, wobei, das da geht dann gar nicht kaputt. Hier, ja. Hier mal wieder eins versteckt. Nehmen wir das Fass mal mit. Ich weiß, wofür wir uns brauchen könnte. Ja. Lassen wir mal das Fass mal liegen. So, da. Moment, da unten. Ja, da unten kann man entlang klettern. Yay, und ein Standbild. Ich bin eh nur unten ins. Ich kann es gleich nochmal kurz zeigen. Ins Bonuslevel reingesprungen. Geklettert. Ich glaube, genau in dem Moment, wo ich gerade das Bonuslevel gezeigt habe, wie man da reinkommt, da hing es kurz. So, perfekt. Nicht allzu schwer, 99 Bananen bekommen. Theoretisch also wieder ein Leben, außer ich hatte gerade genau 0 Bananen. So, man sieht's. Hier. Da konnte man einfach nach rechts durchklettern und dann kann man zum Bonuslevel. Tjo. Hier geht man anscheinend davon aus, dass man hier Didi hat. Okay. Nein, 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 nein. Ich mag diese Vögel nicht. Die bewegen sich immer so eklig, so. Was? Was? Warum? Ich habe unten nie losgelassen. Oh, so sind sie direkt tot. Didi, sage ich schon. Donkey, du dummer Affe. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah.
Nee, zu viel gebremst. So, das geht hier so ein schönes bisschen hin und her. Ich nehme mal das Fass mal mit. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen werden. Vielleicht ist wieder irgendwas zum Abschießen oder so da. Oder aber hier ist noch ein zweites Fass. Da ist was zum Abschießen. Habe ich theoretisch sogar zwei Versuche. Ich hätte sogar fast den Typen da hinten mit dem Feuer erwischt. Nee! Nein, 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 nein! Ja, ich habe die Plattform ganz knapp verpasst. Wow! Schöner Treffer. So, jetzt nochmal muss ich das ja nicht machen. Wow. Das war irgendwie ein cooler Treffer. Der nicht so. Wow, wow, wow. Nicht so an der Kante hängen. Na, das war zu nah. So. Und diesmal aber. Aber ich habe gerade... Ja. Das Fass irgendwie noch geschafft, da hinzurollen auf das Teil. Nee, geh weg. Und dadurch habe ich da den... Nein! Ach, diese Steuerung manchmal. Ja, das Fass halt auf die Plattform noch irgendwie geschafft zu rollen. Und dadurch ist es... Ja. Hat es den anderen Hai erwischt. So, jetzt wusste ich endlich, was ich auch zu Ende sagen wollte. Meine Güte. Oh, ich habe alle Puzzleteile. Und ich habe alle Kong-Buchstaben. Das heißt, ich brauche nur das Ziel. Fragt sich nur, wo es ist. Ziel gefunden. Ich spring einfach hin. Oh. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich das Ding noch bekomme. Deswegen war ich nicht bereit, sofort zu schütteln. Aber immerhin, 12 Leben mal eben bekommen. Es ist hart. Ich habe 60 Leben. 61. So, schauen wir mal. Hier ist 6. Bissige Bärchen. Ah, ich glaube, ich weiß, welches Level das ist. Und ich habe so das Gefühl, wir werden heute wieder bis kurz vorm Boss kommen. Wenn überhaupt. Je nachdem, wie das K-Level denn heute so drauf ist. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Hier ist was, ja. Ach, das schon wieder. So, hier nochmal. Na, mittlerweile habe ich doch eine ganz gute Taktik, das zu machen. Ich habe sogar 9 Sekunden noch Zeit. Wow. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass es so gut lief. 1 von 7. Okay. Moment. Schade. Ja, das Level ist es. Ich weiß, was das ist. So. Hallo. Man hat schon kurz gesehen, was für Monster uns hier erwarten werden. Sie ist auch schon da oben. Noch verstecken sie sich. Und da kommen sie rausgesprungen. Die kleinen süßen Bärchen. Hier in dem Level war auch ein Puzzleteil. Ja. Wofür ich lange gebraucht habe, bis ich rausgefunden habe, wie man das bekommt. Ja, da wollte ich nicht wieder hoch. Sehen? Bringt das was? Oh. Gut, da können wir auf jeden Fall erstmal wieder hoch. So, und zwar nämlich, wie man mit den Dingern was anfängt. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach. Man klopft sie in den Boden und fliegt nach oben. Und, ich glaube, ich bin da anfangs erst einfach mal hochgerollt oder so.
Ein Puzzleteil. Bisher, das ist, glaube ich, doch ein bisschen wenig. Ich glaube, hier rechts sollte was sein. Jo. Perfekt. So, und aus dem Boden springt da immer was raus. Aus vorne, ja. Von vorne springen mir hier alle Sachen entgegen. So, dann einmal rein mit dir. Und hoch. Perfekt. Also ich habe zumindest lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass ich die Dinge einfach in den Boden stampfen soll und dann auf sie drauf und ja. Jada, jada, jada. Nein, 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 nein. Das ist auch kein Bonus-Level meiner Wahl. So. Ja, das könnte knapp werden. Das war ein bisschen knapp, ja. Aber so macht man es spannend. Ein bisschen. Irgendwo. Da, 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 da. So, wir sind jetzt... Ich glaube, nur ein bisschen weiter. Ich glaube, die wären nicht so gemein, dass wir jetzt direkt was verpassen, weil wir ein Bonuslevel gemacht haben. So, wie kommen wir da dran? Ist jetzt zufällig irgendwo ein Speicherschwein in der Nähe? Ich glaube nicht. Ja. War schon ein bisschen zu knapp. So, da kann man, glaube ich, von der rechten Seite rein. Nein! Oh, Mann! Die kleinen Dinger haben mich verarscht. Ich ging davon aus, es würde noch eine Seite nach links springen. Hat aber dann nicht gemacht. So. Checkpoint! So. Oh! Stimmt, du kannst etwas höher springen. So. Die kann ich aber kaputt machen. Ich auch. Bananen möchte ich nämlich haben. So, die waren auch etwas eklig zu besiegen. Da habe ich auch länger gebraucht, bis ich das kapiert habe. Muss nämlich warten, bis die ja runterfallen. Dann muss man kurz nach hinten ausweichen und dann, ja, schnell nach vorne weiter. So, mal sehen, passt das hier? Na, fast. Na gut, hier bekommt man ja zumindest nochmal eine Heilung. So, Fall runter. Und ich weich fast gekonnt aus. Ist hier was? Nee. Ja. So. Das hier ist auch ganz interessant. Da muss man den jetzt mal nicht in den Boden hauen. Sondern... Moment, ich hole mir erstmal lieber Didi. Zur Sicherheit. So, dann dreht er so ein kleines bisschen durch, wenn man ihn einmal umgehauen hat. Und einfach umpusten. Und hallo Puzzleteil. Wow, das war knapp. Das war doch ein bisschen zu knapp, meiner Meinung nach. So. Hier brechen die ganzen kleinen Viecher wieder aus. Nein! Wow, lebt er noch. Was? Das Herz kommt jetzt aber zu spät. Wow! Stimmt, jetzt muss man noch ein bisschen gegen die kämpfen. Jajajaj! Dreh doch nicht sofort wieder um. Na komm und umrollen. So. Waren das alle? Jo. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Puzzleteil verpasst. So. Jo, ich denke mal, wir kommen jetzt zum Ziel und Puzzleteil. Na, wobei? Wenn ich da hochkomme? Habe ich irgendeine Möglichkeit, da hochzukommen? Was macht das? Muss ich das wegboosten? Ja. Wie kommt man da hoch? Ah! Den Pilz habe ich ganz übersehen. Okay, wir haben doch alles. Perfekt. Und sogar zufällig voll in das Kong rein. Wunderbar. Das Level ging schneller, als ich dachte.
Aber gut. So. Der Wackeltempel. Bis jetzt haben wir in der Welt alles, oder? Levelstatistik? Jo. Na, ich sehe schon. Wackeltempel werden wir nicht alles bekommen. Einfach mal aus Prinzip, weil wir bis jetzt auch noch keine Welt auf Anhieb fertig hatten. Na dann, wollen wir doch mal schauen. Oh, ein Rambi-Level. Hatten wir auch schon lange nicht mehr unseren lieben Rambi. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal Rambi finden. Ich glaube, ich weiß schon, wo Rambi ist. Rambi versteckt sich nämlich hier hinten. Oder? Nein, Rambi versteckt sich nicht hier hinten. Da hinten versteckt sich nur... Boah, Puzzleteil Nummer 1. Okay. Noch kein Rambi. Ich frage mich, ob Rambi sich auch wirklich versteckt hält oder ob wir... What? Achso, unten. Komme ich denn da wieder hoch danach her? Hier haben wir Rambi. Und hier kann ich runter. Komme ich hier wieder hoch? Ja, okay, ganz locker sogar. Weiß nichts. Boing, boing. Einfach nur aus Prinzip. So. Oh, hier sind sogar noch 5 Puzzleteile. Wir haben schon 2. Boing, boing. So, dann machen wir weiter hier und schauen. So, die Dinger konnte man... Genau, einfach mit Rambi weghauen. Einfach boing, weg. Ach, das war das Teil, wo hier alles nachher zusammenbricht. Okay. So. Durch den Feuerring! Kreis. Feuerring? Doch, Feuerring passt eigentlich auch ganz gut. So, hier schnell weiter, weil das bricht hier alles sehr schön ein. Oder auch nicht. Ja, ich hab's gesehen, da kommt man runter. Denke ich jedenfalls. Jo, da kann man runter. Ich krieg dich, Banana. Perfekt. Und damit hätten wir auch Puzzle 3. Puzzle 3 Nummer 3. Jo. Deutsch. Sollte ich lernen. Wäre gut. So, ab hier brauchen wir sogar Rambi, um weiterzukommen. Von daher bietet unser Spiel die... Wow, für den Moment habe ich jetzt gedacht, ich wäre runtergefallen. Kann man hier hoch? Ach, das kann man mit Rambi einfach kaputt machen. Deswegen auch das Rambi-Symbol da drauf. Macht Sinn. War kaputt. Danke. So, Nummer 4 war jetzt nicht so schwer versteckt. Das ist halt das Problem. Manche Sachen sind gut versteckt, manche Sachen denke ich mir, Also ein Versteck würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist irgendwie, ziemlich unbeständig, sag ich mal. Was jetzt nun versteckt ist und was nicht. Na, komm. Yes. Ist nichts drin. Da ist nichts drin. Also ich glaube, das G fehlt uns noch. Und ein Puzzleteil. So, kommt jetzt der Speedrun-Part? Ja, jetzt kommt der Speedrun-Part. Jetzt müssen wir nämlich einfach laufen. So, hier kurz Pause. Na, doch nichts für nichts. Speedrun. So, und letztes Puzzleteil. Bitte, bitte, bitte. Yes. Wir haben alles. Und über 400 Bananenmützen. Wow. Ich glaube, wir kriegen die Welt sogar doch vielleicht fertig. Ja, wobei, das K-Level kommt noch. Das K-Level. Wer weiß, was da auf uns wartet. Das ist der Schiebestampfer. Schauen wir doch mal rein. Das Level. Das ist cool.
die ganzen 8-Bit-Donkey Kongs da drauf und die ganzen Tikis auch teilweise in 8-Bit, finde ich auch sehr schön. So, da haben wir schon das erste. So, und schnell runter! Uiuiui, das war schon fast ein bisschen zu knapp. Jetzt muss ich mal gucken. Da bin ich sicher. Moment, wie komme ich da durch? Ah! Okay, jetzt sehe ich es. So, hier hin. Okay, oben rum. Ach, da ist ein Puzzleteil. Da muss ich hier unten rum durch. So, mal hier durchrollen. So, und wieder hoch. So, nochmal zwei. Und runter. Es ist echt so angenehm. Was mache ich da? Och, gut. Es ist echt so angenehm, dass Puzzleteile, ja, auch gespeichert werden, wenn man selbst wenn man stirbt. Das wäre sonst echt höllisch. So, drei Puzzleteile hätten wir schon. So, okay, da kann ich mich drunter durchducken. Titi, guck nicht hoch! Du wirst es bereuen. So. Genau. Jetzt gab es hier noch zusätzlich noch Gegner. Ich warte eben noch eine Runde, bis er wieder weggeht. Weil der hätte uns jetzt sonst getroffen. So, und schnell ducken. Hoffen wir, dass er so lange umgedreht bleibt. So. Und ducken. Wow. Okay. Rennen wir auch hier durch. Boah, du Decke, du hast mich gerade erschreckt. So, schauen wir mal. Wo bin ich denn sicher? Da bin ich sicher. Okay. So, hier runter. Hier zwischen stehe ich auch noch sicher. Wow. Da war ich schon fast nicht mehr sicher. So, dann muss ich mal schauen. Schnell da unten durch. Da haben wir das nächste Puzzleteil. So, auf der rechten Seite stehe ich sicher. Hallo. Ihr wollt mir nichts tun. Okay. Da fällt nichts runter. Okay. Fällt doch 100 pro was. Ja, wollte schon sagen. Oh, stimmt. Das geht so ein kleines bisschen auf Zeit. Jo. Perfekt. Oh yeah. Auf Anhieb geschafft, oder? Mit allem. Oh yeah. Und wir wurden nur eigentlich ein einziges Mal am Ende getroffen. Oh yeah. Hell yeah. Gut. Dann hätten wir sogar Zeit für den Boss. Bombige Bootstätte. Rahiha. Mal schauen, was das für ein Level war. Ich habe da sowas im Kopf, was es sein könnte. Bin mir gerade aber nicht sicher. Ist es der Vogel? Jo, es ist der Vogel. Okay. Der Gong-Tiki. Ja, der crazy Vogel. So, wie gingst du nochmal? Ach genau, ich nehme die Bombe und schmeiße sie wieder zurück. Ich nehme die Bombe und schmeiße sie wieder zurück. Fast. Ja, das war ja schon fast gut. Ich habe sie im Flug gefangen und direkt wieder weggeschmissen. Nee. Fliegt er zu hoch. Wow! Tiefflieger oder was? Ah, jetzt explodieren die auch viel früher. Was bist du denn für eine? Oh, das war sogar gut getroffen, muss ich sagen. Was machst du jetzt? Ah ja, die Atombomben.
die einmal so alles hier kaputt machen. Gib mal eine Bombe her. Fast. Was bist du denn da unten? Der will was. Oh. Das war gut. Hui. Nein. Ich hätte nicht erwartet, dass er noch ein zweites Mal fliegt. Fast. Gibt man eine Bombe noch? Fast. Wow. Schade. Ich hätte nicht gedacht, dass er so tief fliegt, dass er mich da am Boden noch erwischt. Hey, wir sind mal bei einem Boss gestorben. Ja, komm. Das kann ich euch sicher überspringen. Geh mal Bombe. Schade. Ich muss viel höher springen, damit ich ihn erwische. Fast. Das ging auch voll daneben. Ach komm! Beide Bomben sind direkt vor ihm explodiert. So. Ach, das ist so eine Feuerbombe, die hier so eine kleine Feuerspur macht. So. So, weg damit einmal. Jetzt kommt wieder die Feuerspur. Ja, jetzt kommt die Atombombe erstmal wieder. Nein! Wow. Mal Bombe. Schade. Nein, da wusste ich jetzt nicht mehr, in welche Richtung ich ausweichen sollte. Und da ist die weg. Das heißt, glaube ich, lasse ich mal da unten liegen. Das kann man sich ja noch gut gebrauchen. Ja, ja. Mein Herz ist weg. So. Hätten wir den auch umgehauen. Tja. Oh. Guck nicht hin, Donkey. Das ist nicht gut für dich. Dap, Treffer mit Standbild zum Abschluss. Perfekt. Da konntet ihr euch den Donkey nochmal richtig schön anschauen, wie er diese Welt geschafft hat. Cleo, kaputt. So, wir könnten theoretisch zur Höhle gehen. Nein, wir aber noch nicht. Ich möchte nämlich nochmal einmal ganz schnell hier durch den Dschungel fliegen. Und das eine Puzzleteil finden, was mir hier noch fehlt. Ich denke mal, ja. Das sollte noch Zeit für sein. Einfach durchlaufen. Wow. Naja, einfach durchlaufen. Am besten noch in die Gegner rein. Ich habe schon so eine gewisse Ahnung, wo ich was vergessen haben könnte. Mir ist da nämlich auch nochmal ein Bonuslevel eingefallen, was ich auch erst sehr spät gefunden habe. Ja, komm. War das hier? Ja, genau, das hier unten war das. Dass da einfach an einer Stelle man unten einfach nach unten fliegen muss. Ja. Passt. Wow, wow, wow. Ich möchte schon wieder Didi mitnehmen. Okay, damit, wenn wir das Level jetzt noch schaffen, haben wir dann auch Welt 1 komplett. So, einfach hier weiter. Yay, hab sogar das Ende noch bekommen.
Brauche ich zwar nicht, aber wow. Das war... Das war dumm. Und noch ein Standbild. Aber gut. Wow, jetzt zum Schluss häufen die sich aber so ein bisschen. Den ersten Part, glaube ich, komplett ohne gemacht. Und jetzt... Ja. Ich habe jetzt einfach mal direkt mal weitergemacht, weil... Ihr habt ja eben schon gesehen, was da kommt. So. Würde man unten hergehen, würde man an der Stelle gerade sehen... Oh nein, ich habe ein Puzzleteil verpasst. Und ich wollte das eigentlich hier nicht holen. Ich will da rein! Jetzt. Danke. Rüber. Rüber. Und rüber. Und rüber. Joiei. Boing. 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 Na, oh Gott. Das war schon viel zu knapp. Das hatte ich nicht verdient. Meine Güte, habe ich da Glück gehabt. So, Bildergalerie aktualisiert. Damit hätten wir auch die erste Welt komplett, die zweite. Mal gucken. Wenn am Ende eines Parts wieder so ein bisschen Zeit ist, können wir dann die auch mal machen. Das war's aber jetzt erstmal von Donkey Kong Returns. Macht euch bereit, morgen geht's schon weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.